Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Ihr seht mich gerade bei uns im Handelsraum und soeben haben wir über einen Trade gesprochen und es war so eine interessante Konstellation, dass ich euch die hier kurz mit zeigen will. Nämlich, es geht darum, wir rollen in einem Put nach unten auf einen höheren Strike. Wie das funktioniert, wieso, weshalb, warum, darum geht es jetzt im Video. Also, folgende Situation. Wir sind im Erdgasmarkt, Natural Gas. Der Markt läuft gerade ziemlich nach unten und wir haben eine Put-Position, die wir rollen müssen. Und zwar haben wir hier eine Position im April-Future. Und zwar, der April-Future liegt aktuell bei ca. 1,70. Roundabout. So, und wir haben Puts bei 1,65. Das heißt also 5 Cent darunter und diese Puts kosten aktuell so ungefähr 0,70. Merken wir uns einfach mal hier diese Zahl 0,70. So, jetzt müssen wir natürlich, weil wir mit dem ein bisschen unter Druck sind, haben wir jetzt angefangen Calls dagegen zu schreiben, aber wenn es jetzt weitergeht, müssten wir den nach unten wegrollen. Und ihr wisst ja, normalerweise machen wir also folgendes, wir rollen nach unten und nach hinten. Roll down, roll over. So, und jetzt haben wir uns das Ganze angeschaut und sind zu folgenden Punkt gekommen, nämlich, dass wenn wir uns jetzt hier im Mai das Ganze anschauen und wir suchen einen Strike, der uns wieder ungefähr 0,70 bringt, also dass wir ungefähr wieder die gleiche Prämieneinnahme haben, dann kommen wir hier jetzt plötzlich auf einen 1,70er Strike. So, das ist natürlich etwas verwirrend. Ne? Wie kann man denn von einem 1,65er in einen 1,70er Strike nach unten rollen, wenn man dasselbe Geld bekommt? 1,70 ist ja mehr als 1,65. Und was ist jetzt die Lösung des Ganzen? Und zwar muss man bei diesen Future-Optionen natürlich immer auf den Preis des Futures achten. Und das Ding ist einfach das, dass der April-Future 1,70 kostet, der Mai-Future aber aktuell 1,81. So, und wenn wir uns jetzt mal anschauen, von 1,70 zum Strike von 1,65 haben wir eine Differenz von 5 Cent. Haben wir hier ja auch schon mal hingeschrieben. Und in diesem von 1,81 auf 1,70 ist die Differenz jetzt aber 11 Cent. Das heißt also, wir rollen tatsächlich, wir kommen aus der Gefahrenzone. Wir haben momentan 5 Cent Unterschied und haben jetzt plötzlich 11 Cent, obwohl wir einen höheren Strike haben. Und das liegt ganz einfach daran, weil der Mai-Future mehr kostet als der April-Future. Und warum kostet der Mai mehr als der April? Weil wir eben im Erdgasmarkt, also das Video, was heute aufgenommen worden ist, am 1.3.2016, da könnt ihr euch das also später auch nochmal im Chart anschauen, weil eben im Erdgas momentan und in vielen anderen Märkten auch folgende Situation vorherrscht. Wir haben hier den April-Future eben mit einem Preis von 1,70 und dann haben wir hier den Mai-Future mit einem Preis von 1,81 und dann ist der Juni und der dürfte dann auch, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber der liegt vielleicht jetzt schon bei 1,90 oder so. So. Und das, was wir hier sehen, ne, das kennt ihr unter dem Begriff Contango. Das heißt also Contango oder auch Carry Mode. Das bedeutet also, die nachfolgenden Futures werden immer teurer als die vorhergehenden oder sind teurer als die vorhergehenden. Und es hat nichts damit zu tun, dass die hinteren Kontrakte, dass man quasi in die Zukunft schaut und sagt, das wird teurer, sondern das hat einfach was mit den Lagerkosten zu tun. Und momentan ist sowohl im Ölmarkt als auch im Erdgasmarkt sind die Lagerkosten immens hoch. Warum? Weil es eben zu viel von dem Zeug gibt. Das heißt, obwohl die Preise sehr, sehr dramatisch fallen, sind die Lagerkosten sehr hoch, weil es kaum noch freie Lager gibt. Also viel Öl wird auf Schiffen durch die Welt getransportiert. Beim Erdgas ist es nicht viel anders. Und deswegen sind momentan ist diese Contango-Situation eben sehr, sehr stark ausgeprägt. Und das führt eben zu dieser Situation, dass wenn wir eben hier diese Puts rollen wollen, dass wir die eben auf einen im Grunde genommen höheren Strike rollen,
Bezogen auf den jeweiligen Future ist es aber natürlich, ist der 1,70er Put deutlich weniger ein Risiko als der 1,65er an der Stelle. So, und deswegen, das war eine interessante Situation, die wir gerade hatten. Wir wollten es euch kurz mit zeigen. Was könnte man natürlich auch noch machen, was auch Sinn machen würde. Man würde hier versuchen, nicht nur nochmal Puts zu verkaufen, sondern gleichzeitig nochmal Calls dazu. Also vielleicht irgendwo im Bereich 2 oder 2,10, dass man da nochmal Calls verkauft auf der Oberseite. Vielleicht nochmal 20, 30 Cent einnimmt, um hier unten noch weiter wegzukommen. Also vielleicht auf 1,65 oder 1,60 schieben zu können. Und so hat man dann eben wieder ein schönes, breites Zelt aufgebaut, worin sich der Preis bewegen kann und wo man die Prämien verdienen kann. Ihr seht also, Optionshandel ist im Grunde genommen nichts Kompliziertes. Man muss sich ein wenig hineindenken, gerade was die Future-Optionen betrifft. Wer aus dem Aktienoptionshandel kommt, da gibt es all diese Dinge nicht. Da gibt es keine Backwardation, kein Contango. Da ist alles immer gleich. Das macht es ein bisschen einfacher. Aber dafür hat man natürlich bei den Future-Optionen wesentlich bessere Prämien. Und wenn gerade so die Volatilitäten so hoch sind wie jetzt an den Märkten, in Erdgas, Öl und so weiter, hat man natürlich sehr, sehr gute Chancen auch. Und deswegen bin ich nach wie vor überzeugt, dass ein privater Händler definitiv auch, wenn er ein bisschen mehr Geld hat, sich die Future-Optionen anschauen sollte. Das war's für heute hier live, kurz und knackig aus unserem Handelsraum. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ich habe es lange nicht gesagt, immer dran denken. Wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut, bye bye.